Hallo zusammen, mein Name ist Zacharias Reinhardt von agensasbrothers.de und in diesem Video möchte ich euch zeigen, was das Internet zu bieten hat, um eure eigenen 3D-Charaktere zu erstellen. Als ich vor einigen Jahren angefangen habe, mich mit 3D-Programmen zu beschäftigen, war es immer mein Traum, meinen eigenen 3D-Charakter zu erstellen. Nach kurzer Zeit stellte sich allerdings für mich heraus, dass das alles gar nicht so einfach ist und dass man erstmal mit den Grundlagen anfangen muss. In diesem Video werde ich euch jetzt aber zeigen, wo ihr im Internet suchen müsst, um schnellstmöglich zu eurem Ziel zu gelangen, einen eigenen 3D-Charakter zu erstellen. Bevor wir anfangen, in irgendein 3D-Programm unseren 3D-Charakter zu erstellen, müssen wir uns erstmal vorbereiten. Das heißt, wir müssen das Aussehen unseres Charakters erstmal bestimmen. Dazu können wir entweder eine Zeichnung machen, wir können irgendwelche Menschen fotografieren, die wir als Grundlage nehmen wollen, oder wir suchen uns Referenzmaterial im Internet. Das zeige ich euch jetzt mal hier. Die erste Seite, die ich euch zeigen möchte, heißt theblueprints.com. Da gibt es Blueprints von verschiedenen Autos, von verschiedenen anderen Gegenständen und auch von Menschen, hier ganz unten unter Humans. Und hier auch gibt es verschiedene Sachen. Wir gehen mal auf Humans und da werde ich euch jetzt mal zeigen, wie so ein Blueprint aussieht. Und zwar ist das meistens eine Zeichnung von vorne, von der Seite und von hinten. Wenn ihr eure eigenen Charaktere aufzeichnet, dann am besten auch von diesen drei Positionen, denn das bietet euch später die Möglichkeit, euren Charakter möglichst detailgenau in ein 3D-Programm umzusetzen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Foto machen. Die nächste Seite, die ich euch zeigen möchte, heißt got3d.com. Hier gibt es unter Free Textures auch kostenlose Menschenfotos und wie wir hier sehen, auch von verschiedenen Positionen und auch in relativ guter Auflösung. Die dritte Seite heißt feinart.sk. Dort gibt es auch alle möglichen Referenzmaterialien zu Menschen, das heißt Zeichnungen, Anatomiestudien und so weiter, die ihr als Grundlagen für eure Zeichnungen oder für eure 3D-Modelle nehmen könnt. Einfach hier die verschiedenen Links mal anklicken. Die ersten drei Seiten, die ich euch hier gezeigt habe, da gibt es die Bilder kostenlos. Die wohl bekannteste Webseite ist 3d.sk. Allerdings ist das keine kostenlose Seite, da müsst ihr euch anmelden und einen monatlichen Betrag bezahlen, je nachdem, wie viel ihr runterladen möchtet. Für kommerzielle Zwecke ist diese Seite auf jeden Fall zu empfehlen, denn hier gibt es wirklich eine extrem riesen Auswahl an wirklich hochauflösenden Fotos von Referenzmaterialien in Bezug auf den menschlichen Körper. Wenn ihr nun euren Charakter aufgezeichnet habt und wisst, wie er einmal aussehen soll, können wir jetzt übergehen zum 3D-Programm. Professionelle 3D-Programme sind wirklich sehr teuer und für den normalen Hobbyartisten meist nicht bezahlbar. Es gibt allerdings eine wirklich sehr gute Alternative zu teuren Programmen wie Cinema 4D oder 3D Studio Max, nämlich Blender. Unter blender.org könnt ihr euch das Ganze angucken und herunterladen. Blender ist ein sehr umfangreiches 3D-Programm, was neben der 3D-Funktion auch noch Funktionen wie ein Video-Editor oder Compositing-Möglichkeiten oder eine Game Engine bietet. Blender ist wirklich sehr professionell, wie ich aus eigenen Erfahrungen sprechen kann. Es gibt eine ältere Version, Blender 2.4.9, die ist stabil und ausgereift. Mittlerweile in Entwicklung ist Blender 2.5, was wirklich von der Oberfläche wesentlich einfacher ist als die alte Version. Allerdings hat es noch einige Fehler. Wenn wir unter der Galerie hier auf blender.org mal gucken, könnt ihr euch unter Movies mal Big Bug Bunny oder Elephant Stream angucken, weil da seht ihr gut, was Blender drauf hat in Sachen 3D-Charakter. Blender ist natürlich kein Programm, was speziell für das Erstellen von 3D-Charakteren programmiert worden ist. Es bietet allerdings alle Möglichkeiten, um seinen 3D-Charakter umzusetzen. Ich werde euch jetzt ein paar gute Videotutorials zeigen im Internet, die euch zeigen, wie ihr eure eigenen 3D-Charaktere erstellen könnt. Ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen, wie die Oberfläche von Blender aussieht. Das Ganze sieht so aus. Für jemanden, der sich nicht auskennt, ist das natürlich auch relativ kompliziert. Und für jemanden, der sich damit noch gar nicht beschäftigt hat,
sind natürlich erstmal Grundlagen wichtig. Die könnt ihr zum Beispiel unter blendercookie.com gucken und hier klickt ihr einfach auf den blauen Knopf und dann gibt es hier verschiedene Videos zu den wichtigen Grundlagen in Blender. Diese sind allerdings alle auf Englisch und wenn ihr kein Englisch versteht, dann könnt ihr auf unserer Webseite agensasbrothers.de unter Tipps und Tricks euch unter 3D-Lernen mit Blender einige Videotutorials angucken. Allerdings wurden diese noch mit der alten Blender-Version gemacht, sind aber auch auf die neue Blender-Version übertragbar, denn alle Funktionen sind noch in der neuen Version enthalten. Ich empfehle euch aber auf jeden Fall blendercookie.com, denn hier sind die Tutorials schon mit der neuen Blender-Version gemacht und das sind wirklich professionelle Leute, die hier die Tutorials machen. Ich möchte euch jetzt hier allerdings nicht zeigen, wie man Blender lernt, sondern was es für 3D-Charakter-Tutorials gibt. Das erste, was ich euch zeigen möchte und was auch wirklich das umfangreichste ist, findet ihr unter YouTube auf dem Kanal von David Allen Ward, Ward 7299. Hier stellt David eine 28-teilige Videotutorial-Reihe zur Verfügung, die wirklich von Anfang bis zum Ende euch zeigt, wie man einen kompletten 3D-Charakter erstellt. Er fängt an mit Modellieren, dann zum Texturieren, also die Oberflächenfarben erstellen, dann zum Riggen, also ein Knochenskelett in den Charakter einbauen, damit man den später animieren kann. Und auch das Animieren selber zeigt er hier in seinen Tutorials. Diese Tutorial-Reihe wurde allerdings noch in der alten Blender-Version gemacht. Er macht aber mittlerweile auch schon dieselbe Tutorial-Reihe in der neuen Blender-Version. Die ist allerdings noch nicht fertig. Weitere gute Charakter-Tutorials findet ihr unter blendercookie.com. Einfach mal oben in die Suchleiste Alien eingeben und da gibt es einige Tutorials zu einem 3D-Alien. Das kann man natürlich auch auf jeden beliebigen anderen Charakter übernehmen. Ihr fangt am besten an mit Box Modeling einen Alien-Charakter in Blender 2.5. Da wird euch gezeigt, wie ihr erstmal das Grundmodell eines 3D-Charakters aufbaut. Dann weitere gute Tutorials auf Blender Cookie ist zum Beispiel Creating a Stylized Dragon, also ein Cartoon-Drachen wird hier erstellt in einer neunteiligen Serie, auch mit Knochensätzen, Kolorieren und alles, was dazu gehört. Dann gibt es eine weitere dreiteilige Charakter-Tutorial, was sich mit einem Game-Charakter beschäftigt, also ein Spielcharakter. Einfach Game Engine Simple Character hier oben in die Suchleiste eingeben und hier wird euch gezeigt, wie ihr einen einfachen 3D-Charakter erstellt, den ihr dann in ein kleines Spiel integrieren könnt, was wir ebenfalls in Blender erstellen können. Dann bietet Blender euch die Funktion, ein komplettes Knochenskelett einfach erstellen zu lassen, womit ihr dann euren 3D-Charakter bewegen könnt. Und wenn ihr unter der Suchleiste Metarig eingibt, dann findet ihr dieses Tutorial auf blendercookie.com und da wird euch gezeigt, wie ihr dieses Skelett benutzt. Und dann ein letztes Tutorial auf blendercookie.com ist das Rigging Easy to Animate Fingers. Hier wird euch gezeigt, wie eine Hand mit Knochen versehen wird, dass man die leicht animieren kann. Ich empfehle euch allerdings den YouTube-Kanal von David Allen Ward, Ward 7299, weil diese Tutorial-Reihe, die er hier zeigt, ist wirklich ausgesprochen gut. Ich habe sie selber schon gemacht und ich muss sagen, ich habe wirklich viel dazu gelernt. Wer allerdings jetzt zu faul ist, wirklich einen 3D-Charakter von Grund auf in Blender zum Beispiel zu erstellen, hat auch die Möglichkeit, MakeHuman zu benutzen. MakeHuman ist ein weiteres kostenloses Programm, was es im Internet gibt, unter makehuman.org zu finden. Dort könnt ihr euch das Ganze herunterladen oder euch mehrere Informationen dazu aneignen. Ich zeige euch das Ganze mal. MakeHuman ist ein einfaches Programm, was sich nur damit beschäftigt, einen 3D-Charakter zu erstellen, indem ihr zum Beispiel verschiedene Schieberegler einfach hin und her schiebt und so verschiedene Details an dem Körper dieses 3D-Modells verändert, so wie ihr es gern haben möchtet.
Hier gibt es ganz viele Optionen. Und ihr könnt auch dann selber den Charakter verändern. Ich möchte euch jetzt allerdings nicht zeigen, wie das Ganze hier im Genauen funktioniert. MakeHuman ist ein ganz einfaches Programm, was nicht groß kompliziert ist. Wenn man sich kurz damit beschäftigt, dann hat man alle Handgriffe schon raus. MakeHuman bietet allerdings nicht die Möglichkeit, den 3D-Charakter zu animieren, also zu bewegen oder in irgendein Video einzubauen. Blender dagegen schon. Das Gute ist, man kann in MakeHuman seinen 3D-Charakter erstellen und den dann in Blender exportieren und den dann da in Blender für seine eigenen 3D-Projekte benutzen. Wie das Ganze funktioniert, also das Exportieren dieses Charakters, das zeige ich euch in einem anderen Tutorial. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, wir sehen uns bald in einem anderen Video wieder. Bis dann.